Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video, wo wir euch in Ark zeigen wollen, wie man einen Golem tamt. Ich habe heute den lieben Wiede Coop mit dabei. Moin, moin. Und wir möchten euch hier auf Ragnarok zeigen, wie wir einen, ja, einen Sterngolem tamen. Wir haben hier ein bisschen was vorbereitet. Später in der Phase, wo der Golem liegt, werden wir das nochmal aufbauen, dass ihr nochmal Schritt für Schritt seht, wie man diese Falle baut. Wir haben jetzt uns für die Variante entschieden mit Kanone hinten dran und ja, da kann man halt gezielt auf ihn schießen. Und wenn du magst, Wii, darfst du. Ja, ich spiele das Opfer und Genau, also unser Golem ist da darf vom hinten. Golem wegrennen. Ja. So, da ist unser Golem, So, bist du bereit? 133. Ich bin ready auf jeden Fall. So, Erwähne ja, renn! dich, erwähne. Der wirft Steine nach dir. Guck mal, ob wir wirklich schön reinbekommen. Wie gut, dass ich Bewegungsgeschwindigkeit geskillt habe. Ja, hallo, hier, So komm mal langsam, her. das hätte ich mir auch sparen können. Komm zurück, Sonic, weil ich hier. Oh, Alter, das Ding hat gut Schaden auf die. Ich glaube, es war der Schrank oder die Kanone, einen von beiden. Jetzt sollte er. Ja, er steht wunderbar. So, genau. Normalerweise dürfte jetzt nichts passieren. Genau, also ihr seht, die Steine prallen alle schön ab. Wir bekommen jetzt keinen Schaden. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, müssten wir jetzt den Kanonenschuss abgeben. Ich will da mal abfeuern. Ich bleib hier vorne stehen, dann halte ich die Ja. Aggro. So, ihr habt gesehen, das gab 450 Schaden. Also wir haben nur den Kopf getroffen. Genau, du behältst mal die Akku, ich bleib hier schön und lad die Kanone nach. So. Zack, wieder auf den Kopf. Und so ist es eigentlich ziemlich chillig, weil wenn man ja nicht den Kopf trifft und den Körper trifft, bekommt er ja mehr Schaden, er könnte sterben und Effektivität geht ja dabei flöten. So. Und das Schöne ist bei dem Aufbau der Falle, ihr bekommt keinen Schaden durch seine Steine, die ihr schmeißt. Ja, boah, das war voll richtig anstrengend. Die haben das aber mit dem Paracer gemacht und sind von ihm weggelaufen. Haben dabei geschossen. So. Oh, ich hab gerade gedacht, er wird schon hinlegen. Schade, das Hast war's. du eigentlich immer 100% Treffer, ne? Das ist Ja, das ist schon mega chillig. Also, ich meine, ich benutze die auch gerade zum allerersten Mal, die Variante hier. Und sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und geht er zu Boden? Ach, du kann man Lanze könnte umfallen, ne? So, nehmen wir die nächste Kugel. Also ich war eigentlich dafür, dass man mehr Kugeln tragen kann und also die Kanone mehr Kugeln lagern kann. Ja, vielleicht kommt ja nochmal ein Kanonen-Update. Ja. Doppelläufige Kanone. Maschinengewehrkanone oder sowas. Hätte was. Auch hier langsam. Aber weißt du, für so Tamebox können wäre ich froh sein, dass Ark eine gute Physik hat, dass das Ding hinter der Metallwand steht, aber trotzdem Damage bekommt. Jetzt hier kommen wir. Ja. Das kann doch nicht wahr sein hier. Ich hoffe, die Kugeln reichen, aber gibt ja leider keine überragende Kanone oder so. Ich traue mich jetzt auch nicht ranzugehen, um zu gucken, wie weit er ist. Wenn ich das Ja. überhaupt sehe, ohne Lupe. Also mit der Lupe könnt ihr auf jeden Fall sehen, wie weit die Betäubung fortgeschritten ist. Ja, und man würde sein Leben. Okay, eben kam gar keine Zahlen. Okay. Ja, ich glaube, er hat sich gerade gebückt zum Stein aufheben. Kann auch sein, der Timing war völlig gerade schlecht. Na komm. Geht doch. Immer auf die 12 mit der Kugel. So. Ja, da liegt er doch. Ah, sehr schön. Also es gab ein paar Kugeln, er liegt. Können wir vielleicht mal gucken, wenn wir dann Kibbel reinlegen, auch die Effektivität, dass er wirklich auch auf 100% ist, weil wie gesagt, das ist ja nochmal das Wichtige bei der, also das Besondere an der Falle, weil klar gibt es viele Methoden, wie man ihn einbauen kann und so, aber wenn ihr halt ein einziges Mal den Körper trefft, ist halt die Effektivität im Arsch und
So habt ihr echt das, also nicht das Problem, dass das passiert. Du hast einen Skorpion. Apropos Effektivität. Was ich gerade sagen, ey. Ich habe nur Feuerpfeile einstecken. So, ja, da würde ich sagen, dann liegt der Golem schon mal. Er scheint auch nicht viel Leben verloren zu haben. Krass, ja, stimmt, achso, ja, ich muss Aber es genau erkunden. siehst du leider nur du das. Stimmt, ja. Also, wir haben knappe 5k Leben verloren, 4,8. Also, alles gut. Wie gesagt, früher, wenn man den normal mit Kanonen oder den Körper getroffen hat, macht die Kanone. Bei uns habt ihr gesehen, 450 ist ungefähr der Kopftreffer. Dann macht der Körpertreffer so etwas über 1,2, 1,3. Da kann das halt schon mal passieren, weil. Und es macht halt keine Zähmaktivität hoch. Also, das heißt, ihr macht dem Ding halt einfach nur Damage. Und das ist halt. Ja. Mega kontraproduktiv. Aber ihr könnt ihn mit der Eule hochheilen. Also, das würde auch theoretisch auch funktionieren, auch wenn er noch wild ist. So, wenn, dann würde ich sagen, ich tue mal ganz was nebenbei mal zeigen, wie man das Ding gebaut hat. Ah, weißt du, was ich vergessen habe? Nein. Was mitzunehmen gegen den Sonnenstich. Das habe ich, das fällt mir gerade auf. Echt? Ich habe überhaupt keinen Sonnenstich. Ich bekomme unten gerade das Symbol für den Sonnenstich, aber ich gehe jetzt eher ganz kurz in GCM wegen dem Bauen. Ist das nicht so schlimm? Du hast auch so viel Resistenz geskillt. Was hast du denn für Klamotten da? Leder. Gerade. Keine Wüstenrüstung angezogen, ja. Ja, habe ich Schäme. auch nicht. Ich habe tatsächlich nur Gini-Rüstung an. Okay. Komplett. Das ist krass. So, also kurz zum Bauwerk. Ihr baut im Prinzip fünf hier Triangelfundamente, zieht die Mitte hier raus, weil braucht ja nicht auch nicht, dass er wieder hochbackt. Haut links und rechts jeweils drei Double Door Frames hoch. Dann haben wir dieses schräge Triangeldach, das hier. Und von unten kann man sich ganz gut so ein bisschen merken. Ihr seht ja dieses Innendreieck, was dann noch so drin ist, dass das im Prinzip die beiden so sein müssen. Das nächste muss. Ah, komm, zeig, was du kannst. Ich muss von der anderen Seite erstmal. Zack. So, und das in der Mitte muss dann so sein, dass ihr ungefähr das Muster von unten habt. Dann habt ihr schon mal den Teil. Dann müsst ihr hier an die Seiten jeweils nochmal eins drum setzen, dass ihr diese Kuhle bekommt. Dann sieht es halt so aus, wie dieses Schild. Und dann setzt ihr hier ein Dach hin, da oben. Also ohne GCM müsst ihr halt spätestens jetzt eine Leiter benutzen, um euch halt hochzubauen. Und setzt dann hier im Endeffekt nochmal zwei Dächer dran. Und dann könnt ihr das hier ganz ruhig aufheben. Und dann habt ihr schon die Tameworks gewonnen, also eigentlich ziemlich chillig. Auch gesagt, ohne geht's ja eben gut baubar, außer halt die oberen beiden Dächer, da müsst ihr halt eine Leiter benutzen, aber das ist kein Problem. Und wahrscheinlich auch das Metall zu empfehlen, nicht wahr? Weil ich Ja, auf glaube, jeden. Stein und alles weitere macht den Golem kaputt. Ich wollte sagen, Stein bekommt Damage. Ihr könnt natürlich auch Tech nehmen, aber naja, gut. Das ist natürlich was anderes. Sonst könnte man vielleicht noch, wenn ihr die Kanone einigermaßen mittig positionieren wollt, könntet ihr auch noch die drei Fundamente erstmal da lassen. Setzt einen Pfeiler hier hin und dann könnt ihr von dem Pfeiler aus, nämlich, weil dann rasten wir hier ein, könnt ihr eine gerade Linie wegziehen. Ab und zu müsst ihr, wenn der Boden halt nicht passt, dann ein bisschen mitspielen. Und dann könnt ihr nämlich da ein Dach draufsetzen, so haben wir es halt auch gemacht. Und dann habt ihr halt genau die mittige, also genau mittig zu der Tamebox, wo ihr die Kanone einfach drauf platzieren könnt. So, ich mach das mal hier weg. Ja, zur Lage. Du, wenn du magst, kannst du ja was mal zu. Könntest du was zur Lage erzählen, wo wir sie befinden, auch wegen dem Taming vielleicht? Ja, gefunden haben wir das schöne Stück auf der Map Ragnarok. Das Ganze in der Wüste bei den Koordinaten 66, 8, 55, 1. Das ist oben auf einem Hügelplateau. So, genau. Ich zeige nochmal ganz bisschen die Gegend. Wir hatten halt bewusst die Wüste genommen, weil ihr doch eine ziemlich gerade Ebene braucht, weil wenn ihr das am Vulkan, wenn dann so eine schräge Beispiel, also so der Berghang da in der Nähe ist, könnte bei der Tamebox es halt Probleme geben, wenn der Golem wahrscheinlich nicht gerade zu Tamebox steht.
Also ich gehe mal sehr stark von aus, da bei Ark wird er wahrscheinlich ein bisschen höher stehen und dann könnte wieder irgendwas nicht ganz funktionieren. Ist ja alles möglich bei Ark. Wegen der Suche, weil du hast ihn ja gesucht, wie hast du das eingestellt, falls jemand nämlich nicht weiß, wie man am besten nach Golems sucht? Am einfachsten ist es, man hält natürlich nach den Steinen Ausschau, nimmt ein Fernglas in die Hand und guckt aus der Ferne, welches Level und ob es überhaupt ein Steingolem da ist. Solltet ihr mit dem Dino reingehen, kann es natürlich passieren, dass ihr ihn triggert, Er wacht auf und er schlägt euch mit seinem Steinchen, die ihr schmeißt. Sagen. Ich hatte auch schon das Problem gehabt, dass ich mich mal festgebackt habe in einen und das ist halt auch so ein bisschen doof. Das ist leider nicht so toll. Aber die machen ja auch ganz gut Damage, also so ist ja nicht. So, Achso, sonst nebenbei noch zu erwähnen, wir sollten auf jeden Fall Kibbel benutzen, weil ohne Kibbel dauert, also zumindest bei unseren Einstellungen mit Taming mal 3 würde er mit Kibbel, sagen wir bei uns ist 210 Max. Ich glaube, was war das? 25 Minuten mit Kibbel? Mit Kibbel waren das um die 25 Minuten. Ich Ja. glaube, mit Stein waren es 58 Stunden. Stunden, ja. Ich glaube aber, das nächstbeste nach Kibbel ist dann irgendwie, glaube ich, so, ich glaube hier Schwefel. Mit bei uns auch irgendwie knapp 3 Stunden oder so. Also, ich glaube, man sollte ihn, wenn, dann schon mit Kibbel tamen, sonst. Ja. Aber ich denke mal, sonst macht auch die Tamebox wahrscheinlich keinen großen Sinn, weil ihr macht ja mit anderen Sachen die Effektivität wieder runter und dann braucht ihr auch keine 100% Effektivität durch die Tamebox euch holen, wenn ihr dann mit dem etwas schlechteren Material tamet. Aber ich sag mal so, Kibble ist jetzt seit dem letzten Kibble-Update eh nichts mehr so seltenes. Wir würden jetzt 21 Kibbel brauchen und 15, rund 15 Minuten laut der App Dododex. Ja, das geht ja. Bei dem 133er Level. Das geht auf jeden Fall schnell. Ja, da würde ich sagen, wir machen mal ganz kurz einen Cut, bis die 23 Minuten rum sind, legen das Kibbel rein, dass ihr auch seht, dass es 100% Effektivität ist. Und ja, dann hören wir uns gleich. So, da sind wir wieder. Mittlerweile auch ein bisschen Zeit vergangen. Der gute, achso, ihr seht auch nebenbei, ihr braucht eigentlich, wenn ihr mit Kibbel tamt, kein Narkosemittel, weil Betäubung ist, ja, ist immer noch voll, wenn man das so sieht. So, dann legen wir mal das Kibbel rein und gucken mal, ob wir jetzt Mist gebaut haben. Aber ihr seht, 99,9, 99,8. Gut, die Biss natürlich geht die natürlich herunter, das ist ja schon klar. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass wir eben keinen Schaden gemacht haben und dass man halt die volle Effektivität ausnutzen kann, wenn man ihn tamet. So, also mal gucken, ob der Gute aufwacht direkt schon. Na, er frisst noch. Los im Ring. Na. Ne, hat noch nicht ganz, hat noch nicht ganz gereicht, aber ihr seht ja auf jeden Fall, dass die Effektivität voll geblieben ist. Also so halt so hoch wie möglich. 100% geht ja sowieso so bei den meisten Dinos sowieso nicht. Daher. Ja, würde ich sagen. Gibt es jetzt, glaube ich, nichts mehr zu ergänzen, oder wird dir noch was einfallen, wieder, was man irgendwie noch erwähnen könnte, vielleicht zum Abschied? Soweit eigentlich nicht, außer dass ihr auf jeden Fall Noob Vision abonnieren solltet. Die Falle nachbauen solltet, wenn ihr einen Rock Golem haben wollt. Das ist die beste Art, ihn zu tamen. Ja, dann sage ich mal vielen Dank für den Support, auch fürs Mitkommen, dass du heute im Video mit dabei warst Vielen und Dank, dass ich das Opfer spielen durfte. bitte, bitte immer wieder gern. Ja, dann würde ich sagen, wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da, auch wie gesagt, gerne ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Vielleicht schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Vorschläge für andere Taming Guides habt, wo ihr vielleicht Probleme mit habt oder vielleicht ihr selber eine geile Idee hattet und die anderen Leute mitteilen wollt, könnt ihr uns ja auch gerne schreiben. Wir versuchen das Ganze dann auch umzusetzen. Ja, dann euch viel Spaß, gutes Taming, bis denne, tschüss. Tschö.